Ibn Abbas radiallahu anhu erzählt, dass er eines Tages mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geritten ist und er ihm folgende Worte sagte. Und er begann diese Worte mit der Aussage, Ya Ghulam. Ya Ghulam, das drückt hier aus, dass Ibn Abbas noch jung war, denn das Wort Al-Ghulam benutzt man ungefähr so ab dem Entwöhnungsalter bis zur Vollreife. Und zu dieser Zeit war Ibn Abbas 10 Jahre alt. Er war 10 Jahre alt, ungefähr, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm diese Worte gesagt hat. Das zeigt uns natürlich auch die frühzeitige Erziehung und Bildung der Kinder. Und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm hier Sachen mitteilt, die ihn für seine Zukunft prägen werden. Wenn sie fest sitzen in ihm und fest verankert werden, dann werden sie ihn sein Leben lang prägen. Tamam? Und das sind das, die Worte hier, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm sagt, das sind Worte, wenn sie ein Mensch in sich aufnimmt und wenn sie sich in ihm festigen, dass sie ein extrem positives positiven Einfluss auf ihn haben werden, auf seinen Charakter, seine Lebenseinstellung und wie er sich durch das Leben schlägt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Inni u'allimuka kalimatin. Ich bringe dir Kalimat bei. Kalimat ist die Mehrzahl von Kalima. In der arabischen Sprache gibt es zwei Formen der Mehrzahl. Das eine bezeichnen wir als Jam'ul Qilla, das andere als Jam'ul Kathra. Jam'ul Qilla bedeutet Mehrzahl für eine geringe Anzahl. Das heißt, ein Wort steht für, die Mehrzahl steht für 3 bis 9 oder 10 Dinge. Jam'ul Kathra bedeutet von 3 bis ins Unendliche. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam benutzt hier das Wort Kalimat, welches eines der Jumu'ul Qilla ist, also Mehrzahl für die geringe Anzahl. Und das vermittelt beim Zuhörer, wenn er das begreift, und Ibn Abbas sollte den Unterschied kennen, das vermittelt bei ihm den Eindruck, dass es nur sehr wenige Worte sein werden. Das ist auch interessant, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat präzise, kurze, intensive Worte gesagt. Tamam? Nicht umgekehrt, viel nichts aussagende Begriffe mit wenig Substanz. Das ist Tatsache so, dass wir, ich persönlich stelle das fest, wenn ich Literatur lese, die Literatur von heute, die heute geschrieben wird, meistens, nicht immer. Es gibt immer Ausnahmen, aber ich meine so allgemein. Da ist so viele Worte sind geschrieben, die Substanz aber so gering. Wenn du aber Klassiker liest oder yani Bücher von, die von großen Persönlichkeiten geschrieben worden sind, dann wirst du das Gegenteil feststellen. Wenig Wörter, aber extrem viel Substanz dahinter. Jedenfalls, dieser Ausdruck des Propheten sallallahu alaihi wasallam beugt Langeweile vor. Tamam? Also der Zuhörer weiß, das wird nicht zu lang, das wird keine Stundenpredigt. Das sind kurze Worte, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam mir sagen möchte. Und indem er die Worte auf diese Art und Weise eröffnet, Ya Ghulam, dieser Ausdruck, Ya Ghulam kann man vielleicht so übersetzen wie Kind, ja, Ya Ghulam oder mein Kind, das macht, er schafft auch eine gewisse Sympathie, Mesh, und öffnet den Zuhörer auch, öffnet ihn mehr, macht ihn empfänglicher für das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagen wird.